Hallo, Freunde der leichten Unterhaltung. Da sind wir wieder bei FIFA 17, The Journey. Weiter geht's. 32 Spieltage haben wir schon hinter uns. Jetzt geht's wieder mal ans Training erstmal. Dribbeln steht auf dem Tagesprogramm. Durchsetzen und Ball halten. Jetzt heißt es Ball halten. Ach, eben nicht. Ja, bin ich vorbeigekommen. Yeah. Auch da, wichtig. Oh Gott. Ach, shit. Ach, verdammt. Ja, es ist nicht meine Spezialdisziplin. Das merkt man, glaube ich. Mach mal so einen ein oder anderen Trick. Das ist nicht schlecht. Okay, immerhin B. Ja, damit kann ich gleich nochmal anfangen. Ich weiß nicht mal, ob ich einfach... Ob es einfach ausgereicht hätte. Hohoho! Kriegen wir dafür ein AC? Ach, lassen wir auch mal still stehen. Ich weiß nicht, ob es ausgereicht hätte, vorhin beim Start gleich bei der zweiten Übung einfach gerade durchzulaufen. Immerhin Dribbling haben wir uns verbessert. War jetzt kein überragendes Training, aber okay, damit können wir leben. Social Media wieder. Manrei Bola. Danke, Swansi, dass Hunter von Beginn an ran darf. Das war es auch schon. Wir spielen gegen Woodford. Die sind auf dem 15. Platz. 6 Siege, 12 Unentschieden, 14 Niederlagen. Haben allerdings zurzeit 9 Punkte Vorsprung auf einem Abstiegsplatz. Und ja, seit der letzten Folge wissen wir ja nun, ich werde mit dem Team spielen. Da habe ich doch, glaube ich, wesentlich bessere Chancen, dass vielleicht Hunter doch was reißt. Gucken wir mal. Los geht's. An der Vicarage Road. Los ran da, Jungs. Schön. Und Hero. Ja, da ist Hunter auch nicht gerade sehr gut gelaufen. Kein Problem für Fabianski. Das ist genau, kann man fast sagen, wie wenn ich mit ihm alleine spiele, Hunter. Pass auf Montero. Wir sind ja kein Flanken.
Leider ein bisschen zu kurz, aber Kork wäre fast dran gekommen. Das war wiederum nicht gut von Kork. Foulspiel an Spieler von Woodford. Woodford erobert sich wieder den Ball. Können wir aber auch. Und jetzt gute Kontergelegenheit. Der Franzose Bernard. Ach, heieiei. Genau deswegen solltet ihr nicht schießen. Tolle Bess. Verletzt. Hunter verliert wieder den Ball. Erste kleine Gelegenheit für Woodford nach 27 Minuten. Hier ganz schön Dampf machen und eine große Chance jetzt haben, während Hunter sich freut, warum auch immer. Die letzten Spiele von ihm waren doch eher bescheiden. Wieder Bernard. Diesmal gibt's wenigstens eine Ecke nach seinem Schuss. Weiß nicht, wer da rangekommen ist mit dem Kopf, aber das war nicht unbedingt sehenswert. Über den rechten Flügel gehen. Rangel. Schade. Nie durchgekommen wäre. Vielleicht direkt auf den Elfmeterpunkt gekommen, aber so abgefälscht. Weitergeleitet von Siggi. Hunter. Der wieder den Ball verliert. Hätte man aber auch möglicherweise auf Foulspiel gehen können. Eine Minute noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Hunter! Eieiei. Stärke 72, sage ich da nur. Ja, schwache erste Halbzeit. Auf beiden Seiten eine Chance, kann man sagen. Wenn auch eher kläglich. 6,2 die Bewertung für Hunter. Berami geht bei Woodford vom Platz und Doucouré. Würde ich jetzt einfach mal den Namen aussprechen. Oh Gott, kommt in die Partie und Hunter passt einfach mal zum Gegner. Aber holt sich den Ball zurück.
Gut gespielt. Hunter! Und er macht's! Schöne Vorlage von Siggi, der den Ball abschirmt. Mit dem Rücken. Das sehen wir gleich hier. Dann genau zum richtigen Zeitpunkt passt und Hunter macht mal wieder alles richtig. Hat lang genug gedauert. Leider werden wir nicht erfahren, sein wievieltes Saisontor das mittlerweile ist. Sei denn einer von euch hat aufgepasst. Schreibt es in die Kommentare. Wir haben eine wichtige Führung, die uns weiterhin im Kampf um die Plätze von Europa zurzeit sogar hält. Und auch klar für Hunter wichtig. Pass auf Bernard. Und es gibt Freistoß. Gut gemacht. Icalo kommt in die Partie. Dini geht runter. Sigi. Und Ecke. Bernard geht runter und ich denke mal Key kommt rein. Ne, Lean Britton, ja, das sind ja diese Standardwechsel hier. Das ist vielleicht eine gute Kontergelegenheit. Aber gut aufgepasst von Swansea. Jetzt der Pass von Hunter auf Siggi und scheitert am Torhüter. Gomez? Ja, ach Gomez, oder wie der ausgesprochen wird. Tabanu raus und Taylor kommt in die Partie. Foul Spieler von Woodford. Na, der war gut frei da unten. Taylor aber sofort dran. Dyer. Siggi auf Hunter, der auf Dyer weiter. Schöne Kombination. Liam Britton mit der Torchance, aber es reicht nicht aus. Aber Swansea macht den besseren Eindruck. Wir waren besser als in der ersten Halbzeit. Ist das Spiel nicht zu Ende. Dazwischen. Oh, stark von Siggi. Oh. Da knallt er das Ding an. Den Querbalken würde ich jetzt einfach mal behaupten. Kork geht runter. Und jetzt kommt Key. Hunter mit dem Kopfball, aber kann sich keine Chance daraus ergeben. Ein bisschen mehr als 10 Minuten noch zu spielen. Montero, der kann antreten noch.
Aber Hunter hat nicht so die rechte Lust, da im Strafraum zu verweilen. Hat so das Gefühl, als ob er rausgehen wollte wieder. Sigi. Ha, schade. Gute Gelegenheit. Sigurdsson! Wunderschön, wunderschön. Super Vorlage von unserem Hunter und Sigi mit dem Traumtor wieder. Genau deswegen ist er the man. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Schöner Schlenzer war's. Gomez geschlagen. Sigi auf Hunter und der weiter auf Sigi. Great Goal. In der 86. Minute die Entscheidung. Nachspielzeit. Schade. Der lag schon am Boden, aber da kann Hunter leider trotzdem noch nicht vorbei. Langer Ball nochmal Versuch, aber kein Problem für Fabianski. Und das Spiel zu Ende. 2:0 Erfolg. Sah in der ersten Halbzeit eher nicht danach aus. Aber die beiden Tore in der zweiten Halbzeit durch Hunter und durch Sigi. 8,3 gute Bewertung. 21 Ballberührungen. 92er Passquote. 12 erfolgreiche Pässe, 2 wichtige Pässe. Einmal am Tor vorbei und einmal aufs Tor. Und der war auch drin. Eins der besten Spiele seit langem. Gucken wir mal. Chelsea. Was sind denn die? Chelsea gewinnt 2:3 bei Bournemouth. Und dann auch 2:1 gegen Manchester City. So, nee, die Spiele waren ja vorher. Also das sind die neuesten. Okay. Mal gucken, was wir jetzt präsentiert bekommen. Ja, erstmal natürlich die Spielbelohnung. Torschütze. Transferwert geht auch nach oben. Ja, mehr Follower. Attributenzuwachs, Defensive verbessert. Der einzigste Punkt. Und sind wir jetzt bei 73 vielleicht angekommen. Vielleicht kriegen wir den dritten Skillpunkt endlich. Nee. Sollte aber spätestens nach dem nächsten Spiel eigentlich soweit sein, denke ich mal. 4 Social Media Erwähnungen. Patrick Harrington, super. Swansea mit einem 2:0. Hunter ist der beste Mann. Jonathan Northcroft. Swansea holt sich den Sieg und einer der Hauptgründe ist die Leistung von Hunter. Aaronie Uttam. Das Beste am heutigen Spiel war das Tor von Hunter. Der Nachwuchs macht das schon. Und Harry Kane, herrliches Tor heute von Hunter. Ja, erleichtert Media bald. Ja, schön für dich. Nächstes Spiel gegen Crystal Palace, wie ich sehe. Aber erstmal Trainingsschwerpunkt Schießen. Sollte doch wieder etwas einfacher für uns sein. Schussgenauigkeit und Chancenerarbeitung. Da hat er mal gehalten. Das wollen wir aber nicht zu oft sehen, mein Lieber. That's what I want to see. Ich will doch da die Scheibe treffen. Klappt aber leider nicht so. Endlich. So gehört sich das. Bam. Excellento.
Und nochmal die Scheibe getroffen. 13.000. Wunderbar. Jetzt mal sehen, die Chancenarbeitung. Ist ja nicht immer so mein Freund. Vor allem dann nicht. Bäm. Wohl. Harry, was machst du denn für Pässe, Mensch? Oh, Hunter, was machst du denn für Pässe? Das kostet doch Zeit. Sehr gut, das wollen wir sehen. Baston. Mit rein, richtig. Auch der ist drin. Mensch, Harry, was machst du denn für Pässe hier? In den Nachthimmel, der kein Nachthimmel ist. Schön gespielt. Er muss sitzen. Jawohl. Da ist er durch, hoffen wir. Nein, ist er nicht. Kopfball von Harry Kane, aber es reicht nicht aus. Foulspiel. Oh, Leute, echt jetzt? Ja, naja, okay, C. Lassen wir so durchgehen. Zeit für ein Spiel nehmen wir uns auf jeden Fall noch. Schusskraft und Abschluss sind wir weitergekommen. Mal sehen, was uns das. Oh, Tatsache. Knapp davor, wie es aussieht. Nochmal 5 Social Media. Abdul Rahim, schön, dass wir Hunter statt Walker haben. Hunter ist ein super Spieler. Der muss in der Startaufstellung. John Cross. Heute geht die Langreise zum Pokalsieg weiter. Was kann Hunter uns zeigen? Ashley Conte, Hunter, hol den Sieg im Pokalspiel. Danke. Und Gav Walker, hoffentlich kann ich meinem neuen Team nach zwei furchtbaren Swansea-Pokaljahren zum Triumph im FA Cup verhelfen. Ja, wenn du meinst. Also, FA Cup gegen Crystal Palace. Das heißt wohl mal wieder, das Spiel müssen wir gewinnen. Auch wenn ich absolut nicht weiß, ja, wo nun Herr Walker seine Brötchen verdient, aber wir spielen jetzt, glaube ich, Halbfinale. Oh, oder das Finale. Kann mich natürlich auch getäuscht haben. Dann schauen wir uns das doch mal kurz an hier. Vielleicht können wir auch sowieso daran erkennen. Weil die beiden Hackfressen da unten natürlich nicht. Alles blickt auf die Begegnung. Und vor allem auf Hunter und auf Walker. Spiel am Fokus. Sigi. 27, 186 pro 77 Kilo. Der isländische Topmann. Interessanterweise wird er ja eigentlich aber nicht so als Topspieler angesehen, glaube ich. Leider. So, das ist auf jeden Fall unsere Truppe. Kane auf der Ersatzbank, aber ja. Kann man sich mal leisten, so einen Millionenmann dort sitzen zu lassen. So, jetzt bin ich gespannt. Haben wir die Fresse von Walker irgendwo eigentlich? Hab gesehen. Das Trainerduell. Crystal Palace.
Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Naja. Da fahren wir mal an. Wollen wir uns mal den Pott holen hier. Im Wembley Stadium. Schön versucht. Mal sehen, wer dem Spielaufbau etwas ruhiger etwas abgewöhnen kann. Erstmal die ersten 10 Minuten reines Abtasten hier. Schön gespielt von Hunter. Erste gute Gelegenheit von Bernard, der hier zeigen kann, holla die Waldfee. Das war mal ein schöner Schuss. Keine Probleme für Fabianski. Kein Abseits. Huiuiuiui. Voilà. Mal kurz den Flieger gemacht. Saha jetzt kann da auf dem rechten Flügel erstmal rennen. Okay. Danach auf Dyer. Und wie Hunter da hinterher geht. Bernard schön den Ball abgeschirmt. Boah, das wird ein bisschen zu eng da, das Ganze. Crystal Palace kann sich jetzt hier ein bisschen aus der eigenen Hälfte befreien. Die Sturm- und Drangphase von Swansea jetzt erstmal beendet. Aber der Schuss von Hunter, das war doch kläglich. Gute Vorlage von Sigurdsson. Persönliche Leistung, Trainerfeedback. Mit solchen präzisen Kurzpässen fällt es leicht, den Ballbesitz zu verteidigen. Wusste ich jetzt gar nicht, dass es solche Einblendungen gibt. Wir nähern uns dem Ende der ersten Halbzeit.
Ach. Das war das mal nicht ganz so gut von Siegen. Schöner Pass, aber da kommt Saha nicht ran. Glück für uns. Oh, da kann man aber schon mal gelb geben. MacArthur. Ja, sieht er auch. Zu Recht. Holla die Waldfee. Interessante Parade. Ach Mensch, Hunter. Das ist wirklich zu schwach. Mandanda ist im Tor, okay. Interessante Parade war das gerade von ihm. So, zweite Halbzeit. Nicht wirklich das wahre Spiel, wie schon zuvor gegen Watford. Wenn es jetzt wirklich das Finale ist, dann werden wir hier wohl auch Verlängerung und Elfmeterschießen haben. Was gerade Elfmeterschießen betrifft, würde mich jetzt nicht wirklich reizen. Gut von Montero. Stark. Da kann er mal laufen. Und der Ball abgenommen, abgeknecke. Auswechslung bei Swansea. Bernard für Key. Schön dazwischen gegangen. Hat aber leider nichts gebracht. Crystal Palace macht da alles richtig. Fabianski bei dem Abschlag eher weniger. Abwurf besser gesagt. Und das gibt auch 16 Metern eine sehr gute Gelegenheit jetzt. Freistoßtechnisch. Ah, gut, hochgegangen, die Mauer. Vielleicht war da auch sogar Hunter dran. Gute Kopf. Aber Ecke. Und die gibt es gleich nochmal hinterher. Swansea wechselt wieder. Cork raus, Britten rein. Fabianski mit der Faust. Aber die ist nicht so gut. Aber da ist er. Dafür dran. Crystal Palace, das bessere Team jetzt. Hunter, da wichtig, dass er da dran ist, genauso wie hier. Und es gibt die nächste Ecke. Crystal Palace wechselt. Wickham geht raus und Campbell kommt rein. Den hat Fabianski sicher. Während hier bei uns nichts klappt. Überhaupt nichts gerade.
Mannschaft läuft, Crystal Palace nur hinterher. Minuten sind um. Oje. Sowas darf nicht passieren im Spielaufbau. Das endet meist tödlich. Müssen, wenn wir den richtigen Gegner hätten. Ziemlich defensiv eingestellt, die Truppe. Schön gespielt. Oh! Da hätte Hunter gleich schießen müssen. Auswechslung bei Crystal Palace. Townsend geht raus und Sakho kommt in die Partie. Und das gibt Ecke. Hat aber mit dem Kopf dran. Ledley raus. Panchion und rein. Kontergelegenheit. Gerade noch so abgefangen. Kein überragendes Spiel. Ganz besonders nicht von Swansea. Keiner in Topform. Die Folge hat also mehr als Überlänge. Gelingt nichts. Zu 5 Zweikämpfe, auch das sagt alles aus. Naja. Weiter geht's. 6,6 für Hunter. Harry Kane kommt. Für Hunter. Problem ist nur, dass ich die Mannschaft spiele. Okay, rechtlich die Zeit simulieren. Ja, oder dann? Anschauen, simulieren. Ja, dann simulieren wir das Ding und 1:0 Sieg im FA Cup. Das heißt, haben wir das Ding jetzt gewonnen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war Hunter nicht wirklich überragend. Gucken wir einfach gleich nochmal schnell. Wenn wir schon bei 40 Minuten angekommen sind. Haben wir jetzt Stärke 73? Ja, endlich. 73. Pah. Naja. Kein Skillpunkt erhalten. Doch, 4 Punkte. Sehr gut. 2 Punkte dazu haben wir also geholt. Wenn wir jetzt den FA Cup gewonnen haben. 12 Social Media Sachen. Ui, das ist eine Menge. Pokal. Nee. Ach so, nee, war wirklich jetzt das Hype. Was? Die spielen im Finale? Dann nochmal im Wembley Stadium? Oder wo spielen wir dann? Jetzt gerade? Waren wir doch im Wembley. Ich dachte, das ist das Finalspiel. Okay. Das Finale also gegen Stoke City, die sich auch 1:0 durchgesetzt haben. In der Liga sind wir zurzeit auf dem 6. Platz, ja. Das West Ham hinter uns hat auch ein Spiel mehr, deswegen sind die auch so nah dran.
Aber wir machen jetzt Feierabend. Die Social Media und auch die Skill-Attribut-Punkte verteilen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.